Dieses Video, das jetzt von der mexikanischen Regierung veröffentlicht wurde, soll die gescheiterte Festnahme eines Sohns des früheren Drogenbosses Joaquin Guzmán zeigen, besser bekannt als El Chapo. Die Aufnahmen zeigen, wie sich Ovidio Guzmán in der Garage seines Hauses den Soldaten stellt. Das Ganze soll am 18. Oktober passiert sein. Dabei soll El Chapos Sohn Angehörige des früher von seinem Vater geführten Sinaloa-Drogenkartells angerufen haben. Er soll sie aufgefordert haben, ihre gewalttätigen Reaktionen auf seine Festnahme abzubrechen. Wörtlich soll er gesagt haben: Blas das Ganze ab, ich habe mich ergeben. Ein Bruder des Verhafteten soll das aber abgelehnt und Drohungen gegen die Soldaten und deren Familien ausgesprochen haben. Minuten später habe es Meldungen von Toten und Verletzten gegeben. Die Gewalt der Kriminellen habe den Abbruch des Einsatzes nötig gemacht, argumentierte die Regierung. Ovidio Guzmán wurde freigelassen. Diese Entscheidung sei richtig gewesen, verteidigte der mexikanische Staatspräsident Andrés Manuel López Obrador am Mittwoch das Vorgehen. Wir sind der Auffassung, dass wir richtig gehandelt haben. Es war richtig, weil Menschenleben das Wichtigste sind. Um unseren Willen durchzusetzen, hätten wir 2.000 bis 3.000 Einsatzkräfte benötigt und wir hätten aus Hubschraubern mit Maschinengewehren schießen müssen. Wir hatten die Information, dass sie auf Zivilisten schießen wollten. Wegen der Festnahmen hatte das Drogenkartell Culiacán, die Hauptstadt des nordwestlichen Bundesstaates Sinaloa, insgesamt etwa 6 Stunden lang in Atem gehalten. Es gab mehrere Tote und Verletzte. Die Gewalttäter blockierten Straßen und befreiten mehr als 50 Insassen einer Haftanstalt. El Chapo war im Juli in New York zu lebenslanger Haft verurteilt worden, nachdem er in Mexiko gefasst und ausgeliefert worden war.